Wie ihr einen Barcode erstellt und das Hilfe mit Excel, das ist das heutige Thema. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Excel ist ein mächtiges Tool, kann es doch so vieles. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr mit Hilfe von Excel einen Barcode erstellen könnt. Barcode braucht man immer. Zum Beispiel, ihr müsst euch am PC anmelden, habt dort einen Scanner. Ist doch mühsam, jedes Mal den Text abzutippen. So scannt ihr einfach den Code und schon seid ihr am PC angemeldet. Und wie das funktioniert, eben heute im Video. Ganz wichtig ist natürlich, dass mit Rechtsklick, wenn ihr das anklickt, dass das Ganze formatiert ist als Text. Also Rechtsklick, Zahlenformat und hier ist es wichtig, dass hier Text steht und nicht Standard. Und das machen wir jetzt bei jedem, also Rechtsklick, Zahlenformat und hier Text. So, hier ist es Standard, wie ihr seht, das ändern wir auf Text und klicken auf OK. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr als nächstes einen Befehl hier eingeben und der Befehl lautet wie folgt. Ich habe mir das Ganze hier aufgeschrieben. Ihr findet das Ganze wie immer in der Videobeschreibung. Das kopiert ihr, fügt hier ein mit STRG V und wie ihr seht, ist es nichts passiert, sondern das Ganze steht jetzt in Klammern. Wir ziehen das mal nach unten, damit wir das auf alle übertragen und ihr seht, wurde auf alle übertragen. Doch um jetzt einen Barcode daraus zu machen, müssen wir nichts mehr machen, als die Schriftart hier zu ändern. Und die Schriftart ändern wir, indem wir hier oben auf die Schriftart klicken und jetzt suchen wir uns die dementsprechende Schriftart aus. Und die Schriftart lautet ID Automation. Solltet ihr diese nicht haben, so wie bei mir der Fall ist, dann könnt ihr euch das Ganze hier auf dieser Seite herunterladen. Einfach nur Download Now und dann ladet ihr euch das Ganze hier herunter von dieser Webseite. Und durch Doppelklick könnt ihr das Ganze dann installieren, die Schriftart, nachdem ihr das Ganze entpackt habt. Also nur auf Next, Next, Next könnt ihr das Ganze installieren oder ihr klickt direkt die Schriftart an und auch das ist möglich und könnt dort die Schriftart installieren. Und das sieht dann so aus. Ihr öffnet den Ordner, den ihr heruntergeladen habt. Hier habt ihr dann die Schriftart. Diese müsst ihr einfach nur doppelklicken und auf Installieren. Und schon habt ihr hier die Schriftart installiert. Also ist genauso einfach wie beim anderen. Beim anderen müsst ihr nur auf Weiter und Weiter. Jetzt sollte das Ganze funktioniert haben. Also wieder auf die Schriftart. Und hier wählen wir uns nun die Schriftart aus, die ID-Automation, so heißt die Schriftart und hier ist sie schon und wir haben jetzt aus dem Text hier, haben wir den Barcode gemacht und das könnt ihr miteinander genauso machen. Ihr seht, wie einfach das Ganze ist. Das Ganze könnt ihr dann abspeichern und ausdrucken und könnt das Ganze abscannen und müsst nicht mehr, wie gesagt, auf eine andere Webseite oder das händisch eintippen, sondern könnt es direkt abscannen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unsere Webseite, abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Bauer sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.